Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Leiterstuhl, die Fortsetzung. Und mein letztes Missgeschick war ja, dass die Abrichte nicht richtig funktionierte, dass die eine Spitzfuge hatte. Das lag daran, dass das Messer ein Zehntel oder paar Zehntel tiefer eingestellt war als der Abnahmetisch. Das ist der gegenüberliegende Tisch hier hinten. Das habe ich eingestellt und danach ging das top abrichten. Und ihr seht hier das fertige Ergebnis, ausgehobelt. Dort hinten liegen auch die langen ausgehobelten. So, wenn es jetzt weitergehen kann, habe ich noch ein bisschen Zeichenarbeit machen müssen. Also ich habe einen Brettriss angefertigt. Das ist im Prinzip dasselbe wie eine Zeichnung. Nur der Brettriss ist 1:1 und ich drehe mal die Kamera um und nehme euch mal dabei und zeige euch mal, worum es dabei geht. So, ich werde das mal ein bisschen ranzoomen. So, ihr könnt sehen, hier diese Risse. Die entsprechen diesem. Ich halte es euch mal davor. Entsprechen also dem Teil, den ihr jetzt hier seht, diesen Teil hier, diesen hier, den habe ich im Maßstab 1:1 aufgerissen. Ich nehme mal jetzt ein bisschen den Zoom wieder raus. Dabei geht es jetzt darum, dass ich die Hölzer, die hier sind, einzeln zuschneiden muss. Ich hatte das schon mal gemacht, vorbereitet mit einem Anreißen auf diesen Teilen. Aber das war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Theoretisch klappt das ja ganz gut, aber die Praxis sah etwas anders aus. Diese langen, ihr könnt jetzt nicht erkennen, dass das die langen sind. Die sind für hier, ja, ich glaube, ich muss mal die Kamera noch etwas verstellen. So kann man es ungefähr erkennen. Da brauche ich zwei für, ihr wisst ja, der Stuhl hat ja eine Rückenlehne, die habe ich 60 breit gemacht, haben wir da auch Anrisse gemacht. So, ich habe meine Sitzhöhe hier auf 400 mm gemacht. Das normale Sitzhöhe ist 45, aber da ich ja ein sogenannter Sitzriese bin, das heißt, wenn ich am Tisch sitze, sehe ich normal groß aus, wenn ich aufstehe, verschwinde ich fast hinterm Tisch. Also meine Beine sind etwas kürzer, dadurch habe ich eine gemütlichere Sitzmöglichkeit. Und Erklärung zu dieser ganzen Sache: ich wollte auch eine entsprechende Steigungshöhe haben. Vielleicht mache ich da mal ein extras Thema drüber, über die Schrittlänge beim Treppenbau. Die ist normalerweise 63, zweimal Steigungshöhe plus Auftrittsbreite soll zwischen 60 und 63 cm sein.
So, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier 21 Auftrittshöhe, das heißt, das ist nicht hier bei 40, sondern bei 44. Das ergibt sich daraus, dass ich den Stuhl hochklappe. Ich zeige es hier nochmal im Bild. Bei dem Hochklapp ist natürlich die Sitzplatte höher. Dadurch ergibt sich eben 21. Das wären 42. Plus 12, meine Auftrittsbreite, wären, ich glaube, 42, 52, ich hätte hier eine Schrittlänge, komme ich von 63, aber das ist okay, weil bei einer Leiter ist ja auch die Höhe etwas mehr und meine Stufenbreite ist hier 12. Aber jetzt will ich euch mal erklären, was ich mache. Es geht ja darum, dass ich mir das jetzt anreiße. Ich möchte hier diese so ausschneiden. Hier kommen kurze Stege zwischen, damit ich die Füße unten habe wie bei einem Stuhl. Das passt so auch. Also lege ich jetzt meine Hölzer hier auf. Ich mache das mal so. Das war mein unterster Punkt. Die Maße, die hier drauf sind, die hatte ich nämlich rechnerisch ermittelt, aber das ist natürlich das Problem, dass das da nicht passt. Also meine Stuhllänge wäre hier 38, also Stuhlbeinhöhe wäre hier 38. Sind meine anderen alle auf 50 mm ausgehobelt. Die setze ich hier dran. Winkle das über. Na, ich glaube, hier habe ich doch die richtigen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich bei den Rissen, die ich jetzt hier gemacht habe, nicht irgendeinen Fehler eingebaut habe. Ja, so passt es. Und hier muss ich auch die zwei Punkte übernehmen. Aber die sind nachher erst wichtig, wenn ich dieses Hölzchen zuschneide. Diese brauche ich eigentlich nur ablängen. Das ist also nicht das große Problem. Das wären die zwei vorderen Beine. Diese hier. Mit meiner Sitzhöhe von 40. Oh, hier geht es jetzt eigentlich um meine Schrägen. Die lege ich hier auf. Mal kann ich das jetzt hier so anzeichnen. Und auch da. Den Punkt abnehmen. Da verwende ich meine Schwinge zu.
stelle die jetzt hier ein. Das ist die gleiche Schräge. Das sieht ganz gut aus. Ich will mal schauen, ob diese zweite, na gut, diese zweite Schräge hat auch hier oben diese gleiche. Ich werde mal hier ein Werkzeichen drauf machen. Ich muss mal einen weicheren Bleistift nehmen. So, ich brauche eigentlich immer nur einen anreißen, dann muss ich zu meiner Tischkreissäge gehen, den Anschlag verdrehen. Hier muss ich jetzt meine Schmiege wieder verstellen. Muss es dann umdrehen, dass ich das auch vernünftig auflegen kann. Ich muss meine Schmiege jetzt hier an dieser geraden Kante anlegen und mir den Winkel jetzt hier einstellen. Das muss ich natürlich nachher beim Einstellen an der genau berücksichtigen. Hier hatte ich meinen Punkt markiert. Und das müsste jetzt der Winkel dort sein. Und diese Flucht hierzu. Das wären jetzt die zwei mittleren Schrägen aufrichten. Hier oben kommt nachher das Scharnier hin, aber das werdet ihr dann nachher sehen. Ich werde jetzt die ganzen Sachen anreißen und dann sehen wir uns nachher wieder. Also ich möchte es so kurz wie möglich machen, aber so lang wie nötig. Da haben wir jetzt auch schon den zweiten Teil. Vielleicht gibt es noch einen dritten Teil, aber das werden wir dann sehen. So, ich bin jetzt an der Tischkreissäge. Ich hatte meine Sachen soweit angerissen. Ich werde das mal ein bisschen höher machen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich werde den Queranschlag etwas zurückschieben. So, ich werde jetzt mal meine Kreissäge, soweit es geht, einstellen. Oder besser gesagt, einen Anschlag. Ich habe hier noch eine längere Leiste. Da werde ich mal einen
Musterschnitt machen, nämlich das ist sinnvoll und das nicht direkt am Original zu machen, aber schaut mal zu.